grundsätzliche Sicht der Dinge. Ich sage es einfach eine Zahl auch noch, dass man in 15er Jahren dort, wo die Syrer und die Afghanen gekommen sind, haben wir in 3 Jahren lang ganz Europa 2,5 Millionen Menschen gekommen. 2,5. Jetzt waren es schon 1,7 Millionen in Europa. Also es kommen jetzt wahnsinnig viele Leute ganz sicher. Und wir da möchten von der Caritas davor aus das jetzt organisieren, dass man sagt, unser vorrangiges Ziel ist, dass wir nicht jetzt Lebensmittel aussichern. Unser vorrangiges Ziel ist, dass wir Leute bewusst herholen in Wohnungen oder zu Familien, die auch dort bleiben können. Sondern unser Ziel wäre, dass wir so Wohnungen hätten, wo der Wohnungseigentümer mit anderen, den Mithelfen, Betreuerinnen, sagt, okay, wir machen das. Und zwar mit dem Bewusstsein, dass man nicht weiß, was das bedeutet. Weil das kann 2 Monate sein, das können 2 Jahre sein, es werden Leute da bleiben, das kann man wollen und überall die Erfahrung ist. Also man weiß ja nicht, was ist. Wir haben persönliche Beziehungen zur Ukraine hinaus, das ist inzwischen eine Organisation, mit der arbeiten wir jetzt zusammen. Das heißt, wenn jetzt bei uns gemeldet wird, oder wenn ihr schon eine Wohnung zum Beispiel wisst und ihr sagt, okay, eigentlich ist Platz dort für eine Frau und 3 Kinder, und dann sagt ihr, okay, ihr seid euch das bewusst, was es heißen kann, an Verantwortung, dann wird das einfach gesammelt. Wir haben hinten den Hubert Pierer, den kennen die meisten, er hat die Hotline. Wir gehen das zusammen. Das heißt, wenn jetzt Wohnungen kommen, dann meldet man sich dort, die Angelika kriegt den Namen, schaut sich das aus, dann melden wir hinaus und die Frau dort sagt genau, okay, das ist vertrauenswürdig, das schickt man dann dort her.